So, da haben wir das auch geschafft. Und dann, ja, Erde habe ich jetzt gerade nicht mehr dabei. Das ist jetzt. Das tun wir mal weg hier. Nein, ich will da ran. Gib's her. Gib's mir. Los. Ja, vergiss es doch. So, Zauntor haben wir jetzt auch noch nicht. Müssen wir später noch machen. Ja, Erde füllen wir dann auch nachher auf. Ich werde dann sicher irgendwann im Laufe der Folge Erde holen. Ich weiß jetzt schon, dass ich sie nicht holen werde, aber man kann noch hoffen. Sieht echt bunt aus hier, gefällt mir langsam. Wir haben dann so ein paar blaue, grüne, schwarze, lilane, violette, türkis getupfte, blau gefärbte, weiß-rechts-Streifen Schafe haben, dann wird das lustig hier. Weiß-rechts. Wie habe ich das gemacht? Okay. Weiß-rechts-Streifen. Ja, nichts. Wer jetzt die Folge gestern gesehen hat, der wird gemerkt haben, ich habe auch keine Musik jetzt eingefügt. Hatte ich jetzt gar keine Zeit dazu, weil ich nehme die Folge ja mehr oder weniger genau 2 Stunden vorher nochmal, mache ich das neu. Deswegen ist es einfach mal auch komplett ohne Ton. Nur mit meinem sinnlosen Gelaber und. Alter, cool, die Holzkohle sieht voll genial aus. Guck mal, der hat so Streifen, also Punkte drin. Toll. Ja, wir machen nochmal ein bisschen Holzkohle und machen damit die Fackeln draußen, weil es ganz schön düster ist. Wir wollen nicht, dass nachts ein Creeper übers Feld marschiert. Ja, und das wäre es dann gewesen. Deswegen lassen wir das einfach mal lieber bleiben. Und holen uns lieber. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Ich habe mich schnell auf TS ausgeloggt. War ich wieder drin. Ja, die Kohle ist verbrannt. Wir holen uns ganz kurz. Wait, boom, weg. Halt, back, back. Okay. Aber jetzt habe ich natürlich nicht, gell? Müssen wir erstmal hier. Birkenholz nehmen. Ja, Birkenholz nehmen. Was mache ich denn da? Warum habe ich das Birkenholz? Ah, ich wollte schlafen. Okay, munter, müde und so ein Zeug. Und ich frage mich, warum ich da keine Fackeln gemacht habe. Ich hab da Fackeln gemacht. Hä? Hä? Hab da keine Fackeln gemacht. Okay. Oh. So, graues Schaf, rotes Schaf. Weißes Schaf, rotes Schaf. Grau, schwarz, weiß. Ey, Alter, wird ja nicht gemacht. Weiß, da. Wir müssen uns auf jeden Fall ein paar neue Gehege zulegen. Vielleicht irgendwie auch was Cooleres als so ein normales Gehege. Wenn ihr da Ideen habt, was man so Cooles zum Beispiel für ein Schafgehege machen kann, dann schickt doch einfach mal einen Link, vielleicht irgendwie so ein Felsberg oder sowas. Oder eine Kuhweide, wenn ihr da Ideen habt, wie man das bauen könnte. Dann nehmt es einfach mal selber auf, stellt es in YouTube rein, schickt mir einen Link oder habt ihr vielleicht auf YouTube mal sowas gesehen? Das wäre doch mega nice, wenn man da sowas bauen könnte oder so ähnlich bauen könnte. Ich werde nicht unbedingt alles nachbauen, aber so ähnlich wäre schon toll. Toll. So, da haben wir noch eine andere Mähschafziege. Und da ist noch was. Und da ist noch ein Huhn, das wollte auch geschoren werden. Ne, will es nicht. Okay, aber das will noch. Bam! Cool, dass wirklich immer die Schafe noch so mit der Schaufel schlagen können. Das würde irgendwie Spaß machen. Na, die Schafe sind dann, glaube ich, früher gestorben. Ich muss ehrlich sagen, dass ich zu der Zeit, wo das möglich war, noch gar nicht gespielt habe, wo man die Schafe schlagen konnte. Obwohl, doch. Doch, da hatte ich gerade angefangen mit Minecraft. Das war Version 1.5 oder so war das. Da konnte man die noch schlagen, stimmt. Da hat man mit Schaufel geschlagen, da kam mehr raus. Oh, das war schon meine erste Welt. Da habe ich dann so, ein kleines viereckiges Haus in den Boden reingebaut und hab übelst Schiss gehabt vor den Creepern, weil das so ein Vieh kam und mich fast getötet hat. Und ich so, ah, nein! Ich glaube, ich bin auch 3 oder 4 Mal an Creepern gestorben gleich am Anfang. Das war mega geil. Und dann habe ich mir irgendwann so einen Minenschacht in den Berg reingebaut. Und fand ich übelst genial, obwohl es an sich, wenn man es jetzt so drüber nachdenkt, war da übelst klein und winzig, aber ich fand das übelst genial so. Dann habe ich mir eine Kirche gebaut. Nur von außen, ohne Dekoration und so. Und dann habe ich wie so ein kleines Dorf gehabt. Und da habe ich dann das ganze Dorf einmal komplett mit einer riesigen Glaskugel umschlossen. Und habe dann unter der Glaskugel alles weggesprengt. Dann hatte ich eine riesiges schwebende Glaskugel mit einer Kirche und 4 Häusern drin. Sah komisch aus, war auch komisch, aber hat mir gefallen. Du willst geschoren werden, oder? Die Grafik von dem. Oh. Entschuldigung. Die Grafik von dem Texture Pack ist irgendwie mega genial. Vor allem die Steine, sieht so detailhaft aus.
Gefällt mir. Ich habe immer noch keine Erde. Ich weiß nicht, warum ich ständig hierher renne und Erde suchen will, aber ich habe keine Erde. Ja, keine Ahnung, was ich da machen wollte. Ich dachte, ich wollte die Fackeln irgendwie aufstellen. Und dann habe ich sie einfach draufgestellt. Tada! So. Auch hier fehlt mir Erde. Ich frage mich, habe ich alle 3 Sekunden nach Erde geschaut, obwohl ich keine dabei hatte. Ja. Dann gehen wir mal, tun wir mal die Wolle jetzt bearbeiten und schauen mal, wie viel wir haben. Und dann können wir eventuell schon mal hochgehen und vielleicht ein bisschen Wolle dekormäßig. Wie heißt es? Auslegen? Ist ja eine Sache der Auslegung. Haha. Das ist Stein, das ist kein Teppich. Man kann ihn zwar auch als Teppich benutzen, aber ich denke, ein Steinteppich macht sich jetzt nicht so dolle. Ist bestimmt auch nicht so lustig und ja, ne, muss nicht sein. So, na, dann gehen wir mal nach oben, nachdem ich mein Inventar sortiert habe. Nach den Möglichkeiten sämtlichen Gestoffes und Gefeiles. So, Hühnchen weg und nach oben geht's. Vorbei an den Schafen und den Hühnern und den Schweinen. Ihr müsst die Schweine auf jeden Fall mal züchten. Hier sind wir, haben ja kaum noch Schweine. Damit in freier Wildbahn wieder Schweine leben können. Ohne sich Sorgen machen zu müssen, von einem Creeper in die Luft gejagt zu werden. Also die Sorge muss man sich prinzipiell machen, aber dann wissen sie wenigstens, okay, meine Rasse lebt weiter. So, oben. Ja, stimmt, der hat mir Holz hingebaut, weil unser ein Creeper freudestrahlend von unserem Gebälk heruntergesprengt hat. Weil er dachte, hey, cool, macht bestimmt Spaß. Hier wollte ich eine Fackel anbringen, dann wurde mir klar, das geht nicht. So, hier bei unserem bunten Gestrippe und Gestricke tun wir jetzt mal die ganzen Farben hier unten rein platzieren. Mal schauen, was daraus jetzt wird. Tada! Na, Hundi! So, hier habe ich jetzt mal alles rot, so. Treppe, rot sieht immer edel aus. Auf die Treppen selbst kann ich ja nichts legen oder könnte ich schon, aber es sieht komisch aus. Deswegen lege ich immer auf die Abstände so. Das heißt aber, kannst du dann mal hin und her springen. Oh. Hast du einmal dann flauschig, dann nicht mehr flauschig. So, hier geht es nicht mehr weiter. Da brauche ich keins drauflegen. Dann schauen wir mal, wie es hier aussieht. Das Problem an der Sache ist, ich weiß ja noch gar nicht, wo ich am besten Teppiche hinlege. Hier auf dem Balkon. Mal schauen, ob ich da noch eine Sitzbank hinbaue. Deswegen weiß ich das auch noch nicht, ob ich den Teppich hinlege. Aber hier unten kann ich theoretisch einen hinlegen. Und zwar einen Schachmusterteppich. Das sieht doch bestimmt geil aus. Dam, 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 dam. Nee, Quatsch, Quatsch. Dahin und da drüben rein. Und stehen lasse ich so. Nee, okay. Nimm mal den Weißen, flup, 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 flup. Sieht doch gechillt aus, oder? Was meint ihr? Ich finde das cool. Gehen wir runter und machen das hier gleich nochmal. So, und schlup. Oh. Ja, gut, das hat dann wohl nicht so funktioniert. Ja. Cool, kann er drauf rumstehen. Ein fliegender Teppich. Das wäre vielleicht mal eine Option. Dass ich mir wie so einen fliegenden Teppich baste. Wo ich dann sagen kann, oh mein Gott, guck mal, ich habe einen fliegenden Teppich. Ich bin so abgeschoben. Hier könnten wir theoretisch eigentlich eine Sitzecke hinbauen. So direkt ans Fenster dran. Ich probiere das gleich mal aus. Wir nehmen uns unser wunderschönes Birkenholz, tun es bearbeiten und machen uns ein paar Sitzbänke draus. Tada. Tada. So. Oh, mal schauen, vielleicht war irgendwas Abstraktes oder so. Würde, glaube ich, auch gut aussehen. Da, da, hier. Und hier haben wir es zu Ende. Genau. Dann machen wir hier noch eine Sitzecke hin. Mache ich das eins weiter? Ich glaube, ich mache es eins weiter. So. Und theoretisch hätte ich an der Stelle sogar so lassen können, hätte auch gut ausgesehen, wenn ich mir das gerade so anschaue. Ich hätte es auch einfach lassen können. Naja. So. Ja, das sah ein bisschen komisch aus, dann hätte ich die Bank aber auch einfach eins rüberstellen können, das hätte auch gepasst. Hätte mannigfaltig die Möglichkeiten gegeben, das irgendwie noch abzuändern. Ich hätte auch gar nicht so viele Bänke machen müssen.
Ja, okay gewesen. Eine Axt hatte ich ja nicht dabei in dem Moment, deswegen ist das ein bisschen länger ausgefallen. Dann habe ich gemerkt, oh mein Gott, nein, hier ist ein Fehler drin. Und dann wollte ich es korrigieren und dann sah es noch schlimmer aus. Und ja, das war dann halt so toll. Fand ich nicht gut, fand ich nicht gut, nee. Konnte man nicht machen. Jetzt rede ich wieder in der Vergangenheitsperspektive. Es ist mega schwer, in der ich mache gerade was Perspektive zu reden, wenn das schon vorbei ist, diese Tätigkeit, die du ausübst. So, dann platzieren wir hier mal. Ich glaube, ich mache die, zerreiß die hintere Bank nochmal. Oder? Tue ich nicht? Ich glaube, ich zerreiß sie nicht. Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich habe sie kaputt gemacht nochmal. Habe ich nicht? Doch, habe ich. Habe ich? Habe ich. Habe ich auf jeden Fall gemacht. Genau, jetzt. Ich gehe also zu der Bank. Zerreiße sie mit meinen unmenschlichen Kräften. Man mag es kaum glauben. Ich setze die Bank jetzt hier hin und dann stelle ich mir so diese Frage, hä, warum habe ich das getan? Dann zerreiße ich die Bank wieder. Es bleibt spannend, meine lieben Zuschauer. Es bleibt einfach spannend. Die Spannung steigt unermesslich. So, jetzt habe ich eine kleine Bank gemacht. Und jetzt überlege ich, hä, sieht aber auch ziemlich seltsam aus. Dann zerreiße ich das hier hinten noch einmal. Klack, 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 klack. Und dann zerreiße ich das hier auch noch. Klack, 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 klack. Und dann stelle ich das so hin. Und dann habe ich mich gefreut. Hey, ich hab's geschafft. Sieht irgendwie cool aus. Ja, abstrakt und toll. Woo! Heb die Hände in die Luft. Yay. Dann habe ich hier noch Teppich hingelegt, damit man den Bo Dings nicht sieht. Und habe mich meines Lebens erfreut. Und dann fällt mir gerade auf, dass ich gar nicht 30 Minuten erreicht habe. Stimmt, hier ist mir nämlich dann aufgefallen, dass die Musik zu laut war. Und dann habe ich frustrationsvoll die Aufnahme beendet. Noch eine kleine Workbench mit. Ja, genau. Da habe ich nicht gerafft, dass ich an der Workbench stehe. Nur eine kleine Workbench mit Falltüren vorne dran, damit man da vielleicht irgendwas draufstellen kann. Dann bei der Grafik sieht das ja auch mega genial aus. Irgendwie, wenn das da hinten sowas steht, da kann man dann. Sieht doch aus wie ein Schachtisch, könnte man fast schon sagen. Ja, sieht auch gut aus. Habt ihr eigentlich noch Einrichtungsmöglichkeiten, Ideen für dieses Haus? Wäre schon mega cool, wenn ihr da was rausrücken würdet. Dann könnte ich mich nämlich besser drauf einstellen, könnte vielleicht was Cooles machen oder so. Wäre schon recht nice. Ja, das war's dann für diese Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und beim nächsten Mal klappt wieder alles. Tschüss!